Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Talking Malls. Heute gibt es wieder eine Premiere und zwar heute probiere ich den ersten Inch Murrin hier bei Talking Malls von der Loch Lomond Brennerei. Heute auch wieder zur Verfügung gestellt von bolu.de. Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da wieder direkt zuschlagen. Inch Murrin, ja, wie gesagt, ist, ich sag mal, ja, eine Apfelserie kann man eigentlich nicht sagen. Ist eine Marke von Loch Lomond, der Brennerei, am gleichnamigen See gelegen. Der große Loch Lomond See. Können ja im Prinzip eine sehr große Bandbreite an Whiskys herstellen. Also sie stellen Single Malt Whiskys her, die stellen Blendeds her, die stellen auch Single Grains her. Und das können sie halt machen, weil sie auch verschiedene Brennblasen haben. Die haben ganz normal Pot Stills. Dann haben sie Lomond Stills. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich meine aber, bei der Inch Murrin wird ausschließlich auf den Lomond Stills gebrannt. Also es sind auch so Potstill-Brennblasen mit so einem Zylinderaufsatz, mit so Kupferplatten. Und dadurch hat der Whisky halt mehr, also das sich verflüssigende Destillat hat dann wieder mehr Verbindung zu dem Kupfer, mehr Kontakt zu dem Kupfer und soll dann wohl floraler und fruchtiger sein. Dann haben sie noch Coffee Stills und auch ganz normale Säulendestillationsanlagen. Ja, und sind deswegen in der Lage, eine sehr große Bandbreite an Whisky herzustellen. Loch Lomond hatte ich ja schon probiert, den Original. Ja, und jetzt halt hier Inch Murrin. Bei Inch Murrin gab es letztens noch, was heißt letztens? Ich glaube, vor ein paar Jahren waren es noch 12-Jähriger, 15-Jähriger und der 18-Jährige. 21er gab es, glaube ich, auch. Und der 15er wurde jetzt durch den Madeira hier abgelöst. Also Inch Murrin Madeira Wood Finish, ohne Altersangabe. Nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Ja, Inch Murrin ist einfach auch so eine kleine Insel im Loch Lomondsee. Ja, ohne Altersangabe. Madeira ist ja so ein teiloxidierter Rotwein, so ein aufgespritteter Wein. Wollen wir mal gucken. Und gerade jetzt zu so einem Inch Murrin, der sehr floral und fruchtig sein soll, dann nochmal hier so ein Madeira-Finish. Klingt schon ganz vielversprechend. Ist auch, soweit ich weiß, nicht gefärbt. Ne? Also ist ordentlich duster auch geworden. Und ich glaube, hier waren auch noch Geschmacksnoten drauf. Hier alles so schön in so einem rosa Farben. Nicht ganz meins, aber genau, der Bill White, der Master Distiller, hat ja auch Geschmacksnoten hingeschrieben. Und zwar wählt er halt aus Fässer aus amerikanischer Weißeiche. Also ich denke mal Ex-Bourbon-Fässer. Wählt er verschiedene aus und die kommen dann in die Madeira-Fässer rein. Und das bringt halt zu dem generell schon sehr fruchtigen Charakter noch Pfirsiche und Birnen und noch eine Marzipannote und gewisse Nussaromen. Das ist eigentlich klar. Nussigkeit habe ich sowieso immer bei so Weinfinishes, auch besonders bei Sherry. Muskatnuss und dann kommt es zu einem trockenen, nussigen, langen, holzigen Abgang. Inch Murrin Madeira Wood Finish ist non-chill filtert. Genau, bla bla bla. Ja. Nee, so ist falsch rum. Zack. Hier steht, glaube ich, nichts weiteres drauf. Was man hier ganz gut sieht, es ist halt die Loch Lomond Flasche. Hier sieht man einmal hier den Hirsch. Und drumherum halt auch ganz dick Loch Lomond Distillery. Und hier unten dann halt lediglich auf dem kleinen Etikett Inch Murrin. Ja. Steht nochmal das gleiche drauf. Bin mir gar nicht sicher, ob ich schon mal Madeira Finish hatte. Ich meine aber schon. Aber ich weiß gerade selber nicht mehr. Madeira.
Ich meine, da war schon mal einer dabei. Ja. Da war schon mal ordentlich Frucht. Flasche an sich gefällt mir auch ganz gut. Aber ist halt auch die Standard Loch Lomond Flasche. Jo, direkt viel, viel Frucht. Ganz viel Frucht. Auch recht intensiv in der Nase, also leichte Alkoholnote hat man auch. Bitzelt so etwas, kühlend in der Nase. So als Untergrund ist auf jeden Fall eine schöne Vanillenote. Und irgendwie riecht das so wie so, ja, mit Alkohol versetzter Orangensaft. Hatte ich vorhin noch zum Frühstück. Also normalen Orangensaft ohne Alkohol natürlich, aber jetzt hier so Orangensaft mit Alkohol. Zarte, würzige Note. Ja, und jetzt kommen diese Birnen. Pfirsich habe ich noch nicht so, dafür ist es mir noch nicht süß genug in der Nase. Ja, aber diese Orangen habe ich. Könnten auch so Clementinen sein. Sehr würzig auf jeden Fall, auch im Geschmack. Dabei aber auch sehr cremig. Jetzt kommt auch so schöne Süße dazu. Ordentlich weinige Note. Im Geschmack waren so ein bisschen wieder diese Birnen, Orangen. Und jetzt wird es, jo, spürbar nussig. Trocken, wie bei so einem Wein, so ein Abgang. Auch so schön trocken. Auch leichte weinige Note im Abgang. Und geht jetzt sogar, finde ich, hin Richtung bitterer Kakao. Ja, also ganz jung, trägt zwar kein Alter, aber. Ganz jung wird er nicht sein, so 8 mindestens, wenn nicht sogar 9 oder 10. Aber kann natürlich auch ein sehr junges Fass noch mit drin sein. Ja, jetzt wird's süßer. Und so leichte Holzaromen kommen jetzt auch. Frisch aufgeschnittenes Holz, einmal so gehackt. Auch jetzt kurz so eine leicht grasige Note. Aber überall auf jeden Fall ordentlich Frucht. Ja, gefällt mir.
Schön. Also wer sehr fruchtige Whiskys mag, der ist auf jeden Fall hier, glaube ich, an der richtigen Adresse. Jetzt aber sehr süß. Jetzt ist wieder so richtig Orangensaft im Mund. Ja, so ein bisschen marmeladig. Wie so ein leichter, ja, Zuckerbelag im Mund, der sich da ausbildet, wird dann aber entfernt und dann kommt die Würze. Sehr würzig auf jeden Fall dann nachher. Schön wärmend, 46%, die tun ihm auf jeden Fall sehr gut. Ja, und jetzt kommt wieder schöne Eiche, diese Zartbitterkeit. Leichter Holzbelag so auf der Zunge. Wäre ganz interessant zu wissen, ob diese Madeira-Fässer europäische Eiche wären, sind oder ob das auch amerikanische Weißeiche sind. Ich würde bei der Würze, die da rüberkommt, schon fast auf europäische Eiche wetten, aber das schreiben sie hier leider nicht. Ja, also der gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ordentlich fruchtig. Wird auch jetzt immer süß-fruchtiger in der Nase, je mehr man davon trinkt. Also auch relativ gefährlich. Aber trotzdem hat man dann auch, wenn man den trinkt, diesen Kontrapunkt durch die ordentliche Würze, durch die 46 Volumenprozente. Schon so ein leichter Alkoholpunch. Und das Madeira-Fass ist deutlich spürbar, also sehr weinig, sehr fruchtig. Ja, jetzt auch so eine Weinnote in der Nase. Orangensaft. Vielleicht auch so Apfelsinen. Ja, doch. Gefällt mir wirklich sehr gut. Gucken. Ich habe so eine Liste bekommen, was noch so alles für Flaschen kommen werden. Da sind sehr schöne Sachen dabei. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal hier wieder einschaltet bei Talking Malts. Ciao.